Vor 10 Jahren begann der Krieg gegen den Irak. Dieses Regime hat etwas vor der zivilisierten Welt zu verbergen. Die Gründe für den Krieg waren erfunden. US-Außenminister Powell präsentiert der Welt Lügen. Alles, was ich heute sage, ist durch Quellen bewiesen. In contrast, Russian elections are rigged. Political opponents are imprisoned or otherwise eliminated from participating in the electoral process. The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Ukraine. Right. Anyway. SWR 2 Archivradio. 1999 kommt es zum ersten Kriegseinsatz der Bundeswehr und das auch noch unter der Verantwortung eines grünen Außenministers, Joschka Fischer, der mit der Regierungsübernahme gerade erst ins Amt gekommen war. Entsprechend aufgeheizt ist die Stimmung beim Sonderparteitag in Bielefeld am 13. Mai. Noch bevor er mit seiner Rede beginnt, wird er mit einem Farbbeutel beworfen. Sein Trommelfell reißt, er wird kurz behandelt, redet dann aber trotzdem. Unter massivem Personenschutz rechtfertigt er seinen Standpunkt auch mit Verweis auf die deutsche Geschichte. Er habe nicht nur gelernt, nie wieder Krieg, sondern auch nie wieder Auschwitz. Im Anschluss bekommt er die Zustimmung des Parteitags. Ich stehe auf zwei Grundsätzen. Nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz. Man steuert ihre Gedanken und ihre Gefühle. Das muss so sein. Es gibt keine andere Möglichkeit, die Menschen für Krieg zu begeistern, weil die Menschen sind grundsätzlich gegen Kriege. Die Menschen wissen, dass Krieg Leid bedeutet, dass es großes Leid bedeutet, vor allem auch in Deutschland. Sehr viele Menschen hier, ich würde sagen 95%, sind völlig gegen den Krieg. Also wenn über den Irakkrieg 2003 gesprochen wird, haben die Leute keine Meinung. Niemand hatte schon vorher eine Meinung, sondern die Politiker haben ihre Meinung und die Bevölkerung übernimmt diese Meinung. Und wer sind denn die Meinungsführer und was haben die für Techniken? Hier ist der amerikanische Außenminister Colin Powell am 5. Februar 2003 wieder in New York und er hebt ein kleines Fläschchen auf und sagt, hier sind Anthrax-Bakterien drin. Und dann sagt er Saddam Hussein, im Irak, der hat noch viel mehr von dem ganzen Zeugs. Und darum muss jetzt die USA den Irak bombardieren, weil der Irak ist gefährlich. Das ist eine Art Aufräumaktion. So wird das erzeugt. Es erzeugt ein Gefühl der Angst. Das heißt, je nachdem, welche Bildsprache Sie wählen, welchen Text Sie bringen, erzeugen Sie das Gefühl in der Zielgruppe. Es wird ein Krieg an der Heimatfront geführt, aus dem Grund, weil es braucht die Unterstützung an der Heimatfront. Die Menschen müssen ihre Söhne in den Krieg schicken. Sie müssen die Steuern bezahlen. Wenn die Söhne nicht kommen und die Flugzeuge nicht bezahlt werden, ist der Krieg nichts. Das heißt, es geht immer darum, über Kriegspropaganda die Heimatfront eigentlich zu mobilisieren und sie davon überzeugen, dass es ein wichtiger Krieg ist, dass der geführt werden muss. Man soll Meinungsführern nicht blind glauben. Vor allem dann nicht, wenn sie zu Gewalt aufrufen. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Also diese Idee von, es ist ein Politiker, darum muss man ihm glauben, das können sie getrost entsorgen. Das heißt nicht, dass alle Politiker lügen, das ist gar nicht, was ich sagen möchte. Aber wenn Sie sich erinnern, als Deutschland 1999 Serbien bombardiert hat, ja, da hat der deutsche Außenminister Joschka Fischer gesagt,
Es gibt in Serbien KZs, Konzentrationslager. Dadurch wurde in der Zielgruppe ein Trauma aktiviert. Konzentrationslager ist in Deutschland nicht irgendein Wort, sondern das ist ein Riesenverbrechen. Und dann denken die Leute, da muss man ja das stoppen. Später hat sich herausgestellt, es gab keine Konzentrationslager in Serbien. Also einfach, dass Sie das ein bisschen verstehen. Das war vor 20 Jahren. Der Satz von Joschka Fischer war damals, ich habe gelernt, nie wieder Krieg, aber ich habe auch gelernt, nie wieder Auschwitz. Das ist ein sehr, sehr geschickter Propagandaschachzug, weil das hat die Neuronen so in die Irre gelenkt, dass die Leute gesagt haben, ja, nie wieder Krieg, da haben sie ein Ja. Und nie wieder Auschwitz haben sie auch ein Ja, aber das bedeutet gleichzeitig Ja zum Krieg. Verstehen Sie das? Das ist über die Bande gespielt, das ist Aikido für den Kopf. Und das hat er nicht so auf die Schnelle erfunden, sondern das hat gerade die ganze deutsche Bevölkerung verwirrt. Heute können wir nachzeichnen, wir können zeigen, wie es war. Am Freitag letzter Woche griffen NATO-Kampfflugzeuge den Ort Pristina an und legten ein Wohngebiet von Kosovo-Albanern in Schutt und Asche. Da kamen Flugzeuge und dann flog eine Bombe. Wir waren zu Hause. Eine Bombe mit lauter Splittern explodierte direkt vor der Tür und meine 5 Kinder wurden alle verletzt. Wenn solche sogenannten Splitterbomben geworfen werden, dann gibt es immer viele unschuldige Tote und Verletzte, auch unter den Kindern. Trotz der vielen Opfer geht der Einsatz von Splitterbomben weiter. Die Waffenkammern auf dem amerikanischen Flugzeugträger Roosevelt sind davon voll. Täglich steigen die NATO-Flieger auf, um neue Bomben auf das Kosovo zu feuern, auf militärische Ziele der Serben, wie die NATO sagt. Und dann sterben doch wieder Zivilisten, wie hier am 3. Mai nahe dem Ort Peć. Ein vollbesetzter Bus wird getroffen. Über 20 Tote, meist Frauen und Kinder. Der Verdacht, auch sie starben durch NATO-Bomben. Doch die NATO bestreitet das vehement. Sie habe hier ganz bestimmt keine Splitterbomben auf Zivilisten gefeuert. Sie sehen hier die typischen Effekte einer Splitterbombe. Die Scheiben des Busses wurden herausgesprengt. Dann die Spuren der Splitter. Metallsplitter fliegen umher. Hier sehen Sie Einschläge der Splitter, die von Bomben stammen. Splitterbomben eignen sich, so der Hersteller, für weiche Ziele. So heißen Menschen in der Sprache der Militärs. Diese Opfer passen nicht ins Bild einer sauberen NATO-Aktion. Our conservative estimate is that Iraq today has a stockpile of between 100 and 500 tons of chemical weapons agent. And as I've said on many occasions, I deeply regret that the information, some of the information, not all of it, some of the information I presented, which was multi-source, was wrong. And it is a blot on my record.